Herzlichen Dank, bin sehr gerührt und ich hasse Abschied nehmen. Ich habe es immer gehasst und ich hasste immer den letzten Abend, weil ich bin dann immer so traurig am nächsten Tag, wenn das alles hier abgerissen wird, also nicht das Haus, aber und deshalb mache ich es dann immer gerne ganz schnell und bin froh, dass du diese Danksagung, du weißt, dass in der Schweiz Burka verboten ist übrigens. Also er hat zu Hause noch ganz viele von solchen komischen Nachthemden, das ist wirklich toll. Aber das sieht gut aus, wirklich. Furume, dann beginnt er zu tanzen dann. Hören alles. Anyhow. So, danke für das Gastrecht, das wir seit 11 Jahren haben, von über 11 Jahren. Und mein größter Dank gilt dem geschätzten St. Moritzer Engadiner Publikum. Es wird mir immer wieder mehr bewusst, wenn es mir Leute aus aller Welt sagen, dass sowas irgendwie nur hier möglich ist. Ich realisiere das gar nicht, aber es ist das Zusammenspiel von ganz vielen kleinen, wichtigen Elementen und Teilchen, das hier zusammenkommt, dass eben halt Hoteliers, Gastronomen, Einheimische, Ausheimische, alles irgendwie zusammenarbeiten und dass jeder seine Möglichkeit dazu beiträgt, dass man hier sowas machen kann. Das macht den Ort einmalig, egal ob Gast oder ob Einheimisch, und wir müssen das hier pflegen, weil ich eben glaube, dass St. Moritz genau diesen Nimbus verdient hat und dass wir hier eben solche Dinge starten können, die auf der Welt einmalig sind. Er ist ein fantastischer Jazzmusiker, deshalb habe ich ihn eigentlich ursprünglich mal eingeladen. Unterdessen ist es mir scheißegal, was er macht. Und ich glaube, ihm ist es auch scheißegal. Und deshalb verstehen wir uns so gut. Weil wir auf ganz hohem, herzlichen Niveau sagen, es ist uns scheißegal. Und deshalb werden wir unglaublichen Spaß haben heute Abend. Und ich glaube, jeden Abend wird dann anders werden und ich freue mich jetzt schon. Das Programm, ganz einfach, das ist das, was wir nämlich in 2 Stunden hier machen, aufräumen. Das Programm nennt sich Ordnung muss sein. Please welcome Professor Helge Steiner! Thank you.
Ihr habt vielleicht schon gemerkt,